Ja, hallo und schönen herzlichen Willkommen bei neuer Folge von Secret Mario Chronicles. Und wir starten direkt hier mit diesem, oh, Level, Schneelevel. Mit Ranken oder Vines, wie man auf Englisch sagt. Das sieht sehr interessant aus. Aber ich glaube, das Level, da habe ich jetzt schon keinen. Ups, da oben gab es aber noch was. Ich glaube, auf das Level, da habe ich jetzt schon keinen Bock mehr, wenn ich mir das hier so angucke. Da war was, aber wie komme ich dorthin? Auf die Wolken komme ich anscheinend doch nicht. Irgendwie. Also, ich weiß doch, man kommt auf manche Wolken, kommt man aber hier anscheinend auf die hier nicht. Vielleicht auf die ganz große dort unten? Ich will es eigentlich nicht. Wow, ich will es eigentlich nicht probieren. Um ehrlich zu sein. Oder man kommt jetzt hier von hier links drauf. Ah, super. Wow. Eieiei. Sowas ist nicht schön. Da drüben ist schon wieder was. Ich könnte einfach mal blind jetzt hier nach links rüberspringen. Das halt war ungefähr sinnlos, wie ihr seht. Das hätte man sich auch sparen können. Na gut. Aber immerhin noch die zwei Münzen eingesammelt. Das ist das Wichtigste. Dum, 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 dum. Dort links muss ich lang, echt? Da will ich mich eigentlich nicht drauf verlassen, dass das stimmt. Okay, aber dort rechts. Ah ne, dort rechts. Jetzt kann ich doch bestimmt hier links rüber. Ah. Was gibt's hier? Eine Feuerblume. Das können wir sehr gut gebrauchen. Also hat sich das doch relativ gelohnt, hier einfach mal, einfach mal vorbeizuspringen. Mensch, das ist eine Sch. Ach Mensch, mein Gamepad ist einfach nur so billig. So, jetzt. Och, Alter, ich werde ja noch eckig. Jetzt. Geht doch, warum eigentlich nicht gleich so? So, jetzt hier rechts rüber, okay. Dort hoch. Ist anzunehmen. Oh, ich muss jetzt nicht wirklich da den einen Block treffen. Wo? Wo? Ach, dort oben. Oh. Yes. Geht doch. Sag mal, wollen die mich jetzt ein bisschen rollen hier, oder was? Das muss rein. Ja. Uah, ist das heftig, ist das heftig. Ja, wir haben gleich das Leben. Was wir so dringend brauchen. Nein, doch nicht. Oh, eine Münze fehlt noch. Eine Münze. Will ich dort rechts hoch? Ich glaube nicht. Das sieht mir schon wieder so nach tot aus, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, ob ich da Lust drauf habe, aber hier geht's sehr weit hoch im Moment. Andere Richtung. Nein, 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 lass dort Land sein. Ja, oh, danke. Und ein Leben. Oh. Jetzt hat er aber so richtig Schwein gehabt.
Und noch das 8. Leben. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich einfach mal speichern möchte. Denn die zwei Leben, die wir uns jetzt hier geholt haben, die will ich mir nicht entgehen lassen. Und ewig klettern wir hoch. Oh, jetzt sind wir da. Ups. Oh, was ist denn das? Ein Pilz, den kann man, glaube ich, gebrauchen. Oder auch nicht. Oh, Leute, das ist ja der reine Wahnsinn, das Level. Man muss ja Angst haben. Andere Richtung. Oh. Das ist schon das richtige Schwierigkeitslevel hier. So stelle ich mir das eigentlich vor. Hä? Warum klettert der jetzt nach oben? Ich will eigentlich gar nicht nach oben klettern. Ist das vielleicht ein Bug? Hä? Ah. Hallo? Moment, was ist jetzt los? Ach so, ich hab... Jetzt hat mein Gamepad kurz gehangen. Oder sowas in der Art, wie man es auch immer bezeichnen mag. Und, na? Oh! Oh nee. Da hat mein Gamepad gerade gehangen. Das gefällt mir nicht. Da gehe ich jetzt wieder hier zurück in Save State. Nö, also das passt mir überhaupt nicht. Also da protestiere ich dagegen. Was auch immer das jetzt gerade war hier für einen Hänger. Das Gamepad hat nicht mehr richtig funktioniert. Ich konnte nach rechts drücken, aber es ist nichts passiert. Und nö, das will ich dann halt nicht ein hier. Da dicke ich jetzt einmal eine Runde. Oh. Jetzt müssen wir eigentlich das Ganze hier normal machen. Wir müssten einfach öfters speichern. Ich meine, die Punkte... Die notwendigen 3000 Punkte haben wir dafür aufgrund eines Spielbugs, würde ich einfach mal annehmen. Der laggt schon wieder. Vielleicht sollte ich mal das andere nehmen. Ich schalte mal auf die digitale Steuerung, weil ich habe das bisher nur mit dem Analog-Steuerkreuz gespielt. Und jetzt probiere ich es einfach mal mit dem digitalen. Vielleicht geht das ja dann sogar auch besser. Ist auf jeden Fall erstmal ungewohnt. Wow, uiuiui, der klettert jetzt ganz alleine hoch. Ich mache überhaupt nichts. Also hier muss ich dann auf jeden Fall auch erstmal speichern. Ich will ja nun wirklich nichts riskieren. Und ich habe auch wenig Lust, dann ständig am Anfang anzufangen. Außerdem finde ich das relativ dumm, dass der dann entsprechend nicht automatisch lädt, sag ich mal so. Wow. Und runter. Jetzt geht's plötzlich wieder das Gamepad. Keine Ahnung, was da los war. Mist. Oh. Beginnt jetzt wieder hier eine Pechsträhne oder was? Oh, das Ziel. Das war jetzt dumm. Rein, los. Huh, geschafft.
Mikrofon erstmal speichern und abgeführt ins Level Flipper 3. Hoffentlich erwartet uns da kein Flipper. Das wäre sehr bitter. Kann ich hier runter? Muss ich eigentlich? Ey, wie geil ist das denn? Dieses Level macht mir schon jetzt keinen Spaß. Ist nicht wahr. Also, es macht dich runter, du komische Plattform. Oh Gott, was ist denn das? Ansprung und los! Jetzt müssen wir wieder warten, bis das Ding hochgeht, oder? Müssen wir das? Ja. Jetzt müssen wir noch genau das Loch treffen. Cool. Gibt es hier oben irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das macht keinen Sinn. Nee. Ja, was ist denn das? Hier gibt es unsichtbare Blöcke. Ach so, die kann man auch sichtbar machen. Scheinbar. Boah. Oh nee. Da fällt mir eigentlich noch das L-Wort ein. Hä, wie soll ich denn dort hochkommen? Ihr seid mir echt ein paar Witzbolde. Daher wird es erstmal Zeit für einen kleinen Speicherstand. Gab es hier rechts irgendwas? Ja. Dort muss ich bestimmt rüber. Oder auch nicht. Oder gibt es hier wieder irgendwas Geheimes, wo man drauf kann? Nee. Dann muss ich wahrscheinlich irgendwo... Oh, hier gibt's eine Röhre. Mal endlich eine Röhre gefunden. Oh, was ist denn das? Die Frage ist, ob das hier extra Ausgänge sind oder ob das, ich sag mal, so eine Art... Hallo, ich würde gerne dort springen. Oder ob das einfach so eine Art... Nein! Nein! Yeah. Ob das hier Nebenausgänge sind, so wie es beim Original, oder ob das einfach hier nur solche... Nee, das ist... Oh nee, hä? Bin ich jetzt wieder am Anfang? Ach. Ist nicht wahr. Wie dumm ist das denn, Leute? Für nichts sind wir jetzt eigentlich dort lang gegangen. Gibt's den Pilz wenigstens wieder? Ja, eine Blume. Immerhin etwas. Nein! Na gut, wir haben genug Leben. Wir machen jetzt mal keinen Safe State hier. Wir werden eh gleich wieder ein Leben bekommen, von daher geht das in Ordnung. Rüber mit... Das ist natürlich so getimt, dass man erst hier warten muss. Super. Habt ihr toll gemacht, liebe Programmierer. Habt ihr richtig toll gemacht. Reicht das schon? Ich will es nicht riskieren, aber das müsste jetzt reichen. So. So, jetzt bitte wieder hochfahren. Na los, mach doch mal Kubik, ey. Wir haben keine Zeit. Denn wir sind auf der... Oh, Grafikbug. So, jetzt gibt es hier den Pilz wieder, das weiß ich. Danke. Oh, das ist doch eine dreckige Kacke. Da wären wir schon wieder drauf gegangen. Jetzt haben wir wieder so eine Pechsträhne, nachdem es in den letzten Leveln doch wenigstens etwas besser läuft. Oder es liegt daran, dass dieses Spiel nicht ausbalanciert ist. Ich glaube, es ist nicht ausbalanciert. Wenn man am Anfang schon teilweise diese Hammer-Level anguckt und dann mittendrin war es dann teilweise doch recht lahm und jetzt wieder solche schweren Dinge. Also ich würde jetzt nicht unbedingt behaupten, dass das hier eine große Ausbalancierung wäre.
Ich meine, das ist schon eine enorme Leistung, so ein Spiel überhaupt zu programmieren, aber ich finde, die Ausbalancierung ist jetzt nicht so gut. Weil am Anfang waren ja teilweise auch schon echte Hammer-Level dabei, ist jedenfalls meine Meinung. So, machen wir jetzt hier schon in Safe State, aber probieren wir es mal auf gut Glück. Uff! Schnell speichern. Und... ach so, jetzt nicht in die Röhre rein. Ich glaube, ich muss, oder? Das sehe ich doch gar nicht ein. Dann muss ich ja schon wieder alles vom Anfang machen, nö. Da verzichte ich lieber auf die zwei Münzen dort unten. Ich muss bestimmt hier rüber. Das wird doch nichts hier, oder? Aus der Position. So, jetzt bin ich hier und jetzt? Muss ich doch hier rein, oder wie? Hm. Oder gibt es hier irgendeine Röhre, wo man doch noch rein muss? Ah, das war jetzt nicht so intelligent. Das war jetzt auch nicht so intelligent. Aber das... das ist das Ding bestimmt wieder oben. Ja, es kommt gerade runter, das hatte ich euch auch geraten. Und jetzt... na los, go, go, go. Geh doch bitte wieder hoch, du komische Plattform, meine Güte. Wir haben doch keine Zeit. Ob man dort hoch irgendwie kann? Dort oben ist nämlich auch noch eine Röhre. Ah, okay. Das ist ja auch mal cool. Und ein Leben geholt, so muss es sein. Nein, ich will nicht dort runter. Ich will erst alle Münzen holen. So, jetzt können wir uns darüber unterhalten, hier runter zu springen. Achso, da war eine Röhre. Okay. So, wo komme ich jetzt raus? Hier oben. Wo ist denn das? Ach, hier, okay. Speichere ich erstmal. Weil ich könnte sein, dass diese Rasenflächen auf den Röhren bedeuten, dass man da eben nicht rein kann. Oh. Also das wäre jedenfalls meine Interpretation. Och nö, ich muss bestimmt dort oben rein. Aber ich kann, jetzt kann ich doch schon wieder dort alles machen. Oh nee. Ach nee, Moment, ich habe doch gespeichert. Ich muss bestimmt dort in die Röhre rein, wo die zwei Münzen sind, oder? Yes. Was ist denn das? Sollte ich ja einfach so ganz viele Münzen geschenkt kriegen? Oder hat das hier irgendeinen Hintergedanken, dieses Level? Also das finde ich ja merkwürdig. Aber die Musik rockt schon mal übelst. Oh, es haben dort oben tatsächlich eine Münze vergessen. Na gut, das soll uns jetzt nicht stören. Sogar zwei Münzen. Hm. Speichere ich erstmal. Wo
sind wir jetzt hier? Sind wir jetzt wieder hier? Ach, hier konnte ich auch rein. Das ist ja interessant. Ja, was gibt es denn hier an ich sag mal, Zwischenleveln? Das ist ja der Wahnsinn. Wow. Was sollen wir jetzt die ganzen vielen Pilze bringen? Keine Ahnung. So, wie komme ich jetzt hier runter? Oh, da stirbt man. Das finde ich sehr interessant. Also jetzt weiß ich, dass wir dort auf jeden Fall nicht reingehen werden. Achso, jetzt bin ich hier auf der Seite. Okay. Kamen hier Viecher raus? Ich glaube nicht. Och, fick dich doch, du verhurtes Spiel. Oh. Entschuldigung. Achso, ich bin wieder komplett am Anfang. Ah. Muss ich wirklich dort rechts irgendwie hochkommen? Hier? Achso, ich glaube, ich habe eine Idee. Ja, das war jetzt dumm. Jetzt haben wir natürlich keinen Pilz mehr. Super. So, dass wir wahrscheinlich dann demnächst einfach elendig verrecken werden. Und wenn wir so viele leben, da ist mir das mittlerweile relativ egal. Wow. Ach, hier brauchen wir doch die Lianen. Oh oh, ich ahne Böses. Ich ahne Böses, Leute. Aber so richtig. Das wird jetzt, glaube ich, nicht lustig. Ich muss jetzt bestimmt an das Seil dort rechts springen. Und vorher mache ich einfach mal nochmal einen Safe State. Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich hab's doch gewusst. Wir verkacken das so richtig. Und der Safe State war da jetzt die richtige Entscheidung. Und wir nehmen schon eine halbe Stunde fast auf. Na gut, das war jetzt ein bisschen übertrieben. Also es sind höchstens... Och, das ist doch eine... Also gut, 22 Minuten nehmen wir schon auf. Ungefähr, plus minus vielleicht eine halbe Minute. Ey, Alter, was ist denn das für eine Mistkrücke hier von Spiel? So, jetzt muss ich das einfach mal ausprobieren. So. Ach, ich verstehe. Ich glaube, ich muss jetzt bestimmt... Nein, so geht das nicht. So auch nicht. Ah, das ist schon nicht witzig, was mir hier gerade... geschieht. So. Ich will doch nur da drüber an das andere Seil springen. Hallo, das ist doch einer. So. Nein, oh, das hätte fast geklappt. Oh. Leute, das ist doch lächerlich. So. Immer eckig dort an. Hm. Okay, jetzt sind wir immer mit der Ruhe. Ja, ich habe gesagt, dass ich das festhalten. So. Sprung und rüber und dann festhalten. Jetzt muss ich dort rüber. Oh Gott. Da speichere ich erstmal, wenn wir schon so weit sind. So. Nein. So, kleiner Versuch. Okay. Ja, und jetzt kann ich bestimmt nicht dort rüber. Danke. Ich glaube, wir hätten speichern sollen. Als wir den Sprung gerade geschafft haben. Und das werde ich jetzt auch machen. Denn ihr wisst ja, man sagt Save often, Save early, also speichere oft, speichere häufig. Gibt es hier noch irgendwie sowas? Dort hoch? Kann man dort hoch? Ja.
Cool, man kann dort hoch, aber wir sind gleich direkt drauf gegangen, weil es dort eine optische Täuschung war, nach der es so aussah, als könnte man dort eventuell. Gehen wir dort oben lang? Nö, ich gehe jetzt einmal hier unten lang. Ach so, dort konnte man nicht weiter. Ich muss also hier oben lang, okay. Och, das ist doch. Boah, das habe ich aber Glück gehabt. Nicht, dass ich hier noch mehr unflätige Wörter. Komm her, du. Über den Äther. Halt andere Richtung. Na gut. Die Kakteen dort oben sind bestimmt stachelig. Ich will es gar nicht ausprobieren. Und rein. Oh nee, das geht jetzt nicht wirklich noch weiter. Was ist das? Oh. Uah. Was? Kann ich einfach jetzt hier runterspringen? Das war bestimmt ein Fehler. Da drüben gab's was. Münzen. Okay, jetzt weiß ich, dass ich einfach dort rechts. Was habe ich jetzt gemacht? Hier wollte ich hin. Hallo, du verhurte Kugel. Komm ran auf den Meter. Komm, 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 komm. Und dann tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. War jetzt irgendwo hier ganz rechts gab es Münzen, so wie ich das gesehen habe. Und ein Leben. Yep. Und da gab es noch mehr Münzen. Oh, ich hab's nicht gesehen. Egal. Oh. Und ins Ziel. Oh. Das war jetzt aber eine schwere Geburt. Ich denke, eins können wir noch machen. Ich speichere noch schnell, trinke nochmal schnell was. Kleinen Moment. So, jetzt kommt ein Level, das heißt DJ Kirby und das klingt sehr interessant. Am Anfang gibt es erstmal einen Pilz, das ist schon mal sehr positiv an dem Level. Und eine eine Feuerblume, das ist immer positiv. Das gefällt mir schon wieder nicht so. Aber da müssen wir noch durch. Uiuiui. Ohne Wolke, aber die haben ja ganz dezent gekillt und dann rechter Hand sehe ich schon wieder eine Kettensäge. Und das war jetzt dumm. Was machen diese Kettensägen? Ich will es gar nicht wissen. Das war dumm. Aber hier haben wir hoffentlich wieder einen neuen Pilz. Ja. Es geht doch. Hallo, es geht rein, ihr komischen Viecher. So, das nutzen wir mal schnell. Na gut, wir haben so viele Leben, da kann man jetzt auch mal hier einfach so also das Level nochmal neu machen. Aber ich glaube, diese ganzen Items, die wir hier am Anfang kriegen, ich glaube, die brauchen wir in dem Level sehr häufig. Du komische Wolke, geh weg. Danke. Oh, die kann man auch töten, die Sägen. Das ist ja auch interessant. Also. Und die nächste Feuerblume. Das macht die Sache doch schon gleich dann viel einfacher, wenn man diese komischen Sägen hier einfach wegballern kann. Na gut. Los. Oh. War das jetzt Können? Nein, das war eher Fail. Ich glaube, man sollte vielleicht doch häufiger mal zwischenspeichern. Das könnte, glaube ich, eine Menge Frust ersparen.
Oh, das war jetzt, glaube ich, auch nicht so intelligent, oder? Doch, wir können einmal hier gefällt abräumen. Yeah, kill. Und drüber. Nein. Jetzt, wo ich die Feuerblume so dringend gebraucht hätte. Ich glaube, hier hinten gab es noch eine, oder? Ja. Bingo. Jetzt ist die Stelle, wo ich mich doch dazu entscheide, mal zu speichern. Weil ich glaube, es würde Sinn machen. So ganz nüchtern betrachtet. Speichere nochmal dazwischen. Das glaube ich, die Röhre ist ja nix, oder? Nee. Und da ist sozusagen das Ende dieses tollen. Da kann er auch so rüberspringen. Soll das hier schon das Ziel sein? Finde ich merkwürdig. Jedenfalls gibt es dort rechts noch irgendwas. Ein paar rote Münzen. Okay, die haben wir uns auch mitgenommen und das war's. Cool. Jungle 1, das gucke ich mir jetzt nicht mehr an, weil wir haben jetzt schon eine halbe Stunde gut gespielt und das war's erstmal soweit von Secret Mirror Chronicles. Bis zum nächsten Video. Tschüss, bis später.